Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Am 24. Oktober wurde von der Seekriegsleitung der Befehl zum Auslaufen der deutschen Marine gefordert. Die Matrosen sollten zu einem letzten ehrenvollen Kampf trotz überlegener britischer Seemacht auslaufen. In dieser aussichtslosen Lage verweigerten die Matrosen, dem Befehl Folge zu leisten. Eine Meuterei setzte sich in Gange. Das Essen wurde knapp, die Krankheiten, so viele sind verletzt worden. Schlimm. Endlich sagt mal jemand was. Die Revolution begann in Wilhelmshaven und breitete sich bis nach Kiel aus. Die Reichswehr ging gegen die Revolutionäre vor. Trotz der Verhaftung von 1000 Matrosen verbreiteten sich Aufstände im ganzen Reich. Aus dem Matrosenaufstand wurde eine Revolution der gesamten deutschen Nation. Die ersten Soldaten- und Arbeiterräte wurden gegründet. Die Novemberrevolution beginnt. Einmeldung. In Deutschland klagen mehr und mehr Personen über unerklärliche Krankheitssymptome. Es scheint, die Pest sei ausgebrochen. Schnell ansteigendes Fieber, Schüttelfrost, starke Kopfschmerzen, Schmerzen an Gelenken sowie Hustenanfälle traten gehäuft auf. Die Erkrankten weisen eine blau-schwarze Färbung der Haut auf und versterben innerhalb weniger Tage. Sollten Sie ähnliche Symptome aufweisen, so suchen Sie einen Arzt auf. München. Der Kieler Matrosenaufstand wirkte sich auch auf die Hauptstadt des Königreichs Bayern aus. Am 7. November versammelten sich Schätzungen zufolge 40.000 bis 60.000 Menschen auf der Theresienwiese. Die dort gehaltenen Reden von Erhard Auer, dem Vorsitzenden der Sozialdemokraten, vor allem aber von Kurt Eisner, von den unabhängigen Sozialdemokraten, erreichten viele Menschen. Angeführt von Eisner zogen 2000 Demonstranten durch die Stadt. Als der Eisner dann mit uns zusammen zu den Kasernen gezogen war und die Soldaten sich uns angeschlossen haben, da waren wir unaufhaltsam. Der bayerische Monarch, König Ludwig III., sah sich zur Flucht gezwungen. In der Matheser Brauerei bildete sich im Anschluss ein Arbeiter- und Soldatenrat. Am Morgen des 8. November rief Eisner den Freistaat Bayern aus. Noch am selben Tag bildeten SPD und USPD eine Regierung unter dem neuen Ministerpräsidenten Kurt Eisner. Bereits Ende September forderte die oberste Heeresleitung Waffenstillstandsverhandlungen. Nach Vorgesprächen zwischen der Reichsregierung und dem amerikanischen Präsidenten Wilson begannen die Verhandlungen am 8. November bei Compiègne nördlich von Paris. Am 11. November wurde der Waffenstillstand unterzeichnet. Der Krieg endete mit beinahe 17 Millionen Todesopfern und 20 Millionen Verwundeten. Am Anfang des Krieges waren wir alle noch siegessicher. Es wäre ja nicht das erste Mal, dass wir gegen Frankreich gewonnen hätten. Sehr wie wir uns geirrt haben. Meine Schwester und meine Eltern sind an Hunger gestorben. Meine 7 Brüder im Krieg erschossen. Meine Tante entführt und wahrscheinlich schon längst ermordet. Wir unterbrechen für eine kurze Korrektur. Mediziner vertreten die Auffassung, bei der vermeintlichen Pestepidemie handele es sich stattdessen um ein Influenza-Virus. Dieser habe sich aus der spanischen Grippe entwickelt. Dennoch ist die Pandemie gefährlich und nicht zu unterschätzen. An das Deutsche Fliegerkorps. Rittmeister Baron Manfred von Richthofen wurde am 21. April 1918 in einem Luftkampf getötet. Er wurde mit allen militärischen Ehren bestattet. Diese bestürzende Nachricht erreichte uns im April aus einem Jagdflugzeug der Alliierten. Baron von Richthofen war mit einer Fokker 3-Decker-Formation mit 9 anderen Piloten vom Flugplatz Cappy abgehoben. Über der britischen Linie wurde die Gruppe um den Rittmeister in einen Luftkampf verwickelt. Als sich ein kanadischer Leutnant entfernte, jagte Richthofen diesem nach, wurde er von australischem Maschinengewehrfeuer unter Beschuss genommen. Nach 80 Luftzügen ging die Maschine des Roten Barons unweit der französischen Gemeinde Corbie nieder. Im Dezember wurde Max Planck der Nobelpreis in Physik verliehen. Der Wissenschaftler aus München wurde für die Entdeckung des Wirkungsquantums geehrt. Fritz Haber erhielt den Chemie-Nobelpreis für die bereits 1908 entdeckte Stickstoffbindung durch Synthese von Wasserstoff und Luftstickstoff zu Ammoniak. Und nun zum Sport. Bei den deutschen Meisterschaften im Schwimmen gewann im Freistil der Männer Walter Feistel über 100 Meter und Emil Bennecke über 1500 Meter. Bei den Frauen gewann Erna Murray im Brustschwimmen wie im Rückenschwimmen über 100 Meter. Was sagen Sie zum Sieg der Fürther? Endlich haben Sie mal was gewonnen. Sie haben so toll gespielt. Ich freue mich und ich kann es immer noch nicht wirklich glauben. Was sagen Sie zum Finale gegen die Union Stuttgart? Ich war vom starken Pressing der Nürnberger sehr überrascht. Sie haben hervorragend gespielt und waren vorne eiskalt. Aber nicht so stark wie im Halbfinale gegen die Frankfurter Amikitia. Dafür standen Sie defensiv stabiler als im letzten Spiel. Und was sagen Sie zum Süddeutschen Pokal? Genau. Hier sieht man das Siegtor, das Löblein in der 67. Minute zum 2:0 der Spielvereinigung Greuther Fürth gegen die Stuttgarter Kickers im Finale um den Süddeutschen Pokal erzielt hat. Diesen 2:1 Sieg und damit den Titel haben sie sich redlich verdient. Vielen Dank für Ihre Einschätzung an unseren Experten. Das Wetter 1918 war durchwachsen, aber friedlich. Ich wünsche Ihnen noch eine gute Nacht.